unten im Karton. Wir haben einen tollen Fernseher gemacht. Bringe eine Stütze an. Auf dem Bildschirm erscheint Lalilu. Eine Fernbedienung gehört dazu. Bastle Lautsprecherboxen aus Pappe. Die Bedienknöpfe sind an ihrem Platz. Jetzt wird der Klang perfekt. Marinette und Adrian wollen sich einen Film ansehen. Was sollen wir uns dieses Mal anschauen? Wie wär's mit Rot? Das macht mir nichts aus. Wer einen Film sehen will, braucht einen Snack. Marinette klaut Adrian die ganze Zeit das Popcorn. Es sind erst 5 Minuten vergangen und wir haben schon alles aufgegessen. Seht ihn euch an. Er ist bei der interessantesten Stelle eingeschlafen. Okay, ich wecke dich auf. Adrian! Miley ist gekommen, um dich nach Toronto zu bringen. Oh, du hast mich erschreckt. Von da an wurden sie zu großen Fans. Lass uns zusammen einen CD-Player bauen. Die Details sind fertig. Eine Plastikbox mit Deckel wird den Rahmen ersetzen. Schöne rote Farbe. Good. Befestige eine Schnur. Hier ist eine CD der Lieblingsband. Wir müssen die Kopfhörer austauschen. Das sind Merchandising-Produkte für echte Fans von Rot. Ein Fan von Fourtown sitzt in einem Park und hört sich ein neues Album an. Plötzlich taucht ein Rüpel auf. Hey, was machst du denn da? Meine Lieblingsband hat ein neues, cooles Album. Ich liebe Fourtown. Nie von ihnen gehört. Wirklich? Du musst sie dir anhören. Ja, okay. Cool, mach mal lauter. Das war's, ich muss los. Hawkmoth beschloss, die Kopfhörer zu behalten. Hey, gib sie zurück. Aha. What's happening? Das hast du falsch verstanden. Ich mag die Songs einfach zu sehr. Ich kann die Kopfhörer nicht absetzen. Sie hörten sich abwechselnd die Titel an. So traten ein Tyrann und ein paar Superhelden dem Fourtown-Fanclub bei. Die Musik bringt alle zusammen. Nimm rote Einzelteile. Wir können ein Schreibtischordnungssystem für die Schreibbahnen herstellen. Klebe eine Lünette und ein Logo auf. Da passt alles rein. Rosafarbenes Papier aufgeteilt in Doppelseiten. Komplettiere das Notizbuch mit einem Bleistift. Auf dem Notebook ist das Gesicht eines Pandas zu sehen. Wir werden ein Lineal brauchen. Zeichne Markierungen. Mit solchem Material macht es noch mehr Spaß, die Hausaufgaben zu machen. Marinette liebt es, zu Hause zu sitzen und nichts zu tun. Das ist ihre Lieblingsfigur. Ich schalte den Lautsprecher ein und tanze. Hallo Marinette, kannst du mich hören? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Welche Hausaufgaben? Sie sind langweilig. Warum tanzt du nicht mit mir? Ich muss ihre Aufmerksamkeit erregen. Du magst also rote Pandas? Ja, genau. Und Fourtown. Dein Telefon kommt mit mir. Hey, tu das nicht. Schau, was ich habe. Ein Schreibtischordnungssystem mit deiner Lieblingsfigur. Das ist cool. Ich hoffe, das bringt dich dazu, Hausaufgaben zu machen. Sie hat recht, mit solchen Schreibwaren will ich lernen. Ein bisschen Anstrengung und die Hausaufgaben sind erledigt. Ich kann Herzen ins Heft malen. Und ich kann mein Haus mit Aufklebern bekleben. Fourtown wird bald unsere Stadt besuchen. Kommt und seht sie euch an. Nur für eine Nacht. Kommt zum Konzert. Cool, ich muss los. Na klar. Cooler Flyer. Nimm ihn mit und erzähl es allen. Ja, halt mir mein Eis. Ich muss mir einen neuen Look aussuchen. Adrian ging in den Kleiderladen.
Ich will so cool aussehen wie die Bandmitglieder. Der Vorhang der Umkleidekabine begann sich auf mysteriöse Weise zu bewegen. Sieht aus, als müsste ich dorthin gehen. Adrian war in der Schneiderei. Oh no. Wir können eine Hose aus dem Jeansstoff machen. Die Malerin hat den Stoff so gut gezeichnet, dass er real wurde. Zeichne das Bandlogo. Vervollständige den Look mit einer Weste. Das sieht so echt aus. Jetzt hat Adrian die perfekte Frisur. Ich glaube, ich bin fertig. Ich sehe makellos aus. Draußen steht eine Schlange von Leuten, die auf das Konzert warten. Wer ist der Letzte in der Schlange? Die Karten sind ausverkauft. Aber wie? Oh nein, ich werde das Konzert verpassen. Das ist ja furchtbar. What? Ist das der Leadsänger? Nein, aber ich kenne alle ihre Lieder. Cool, lasst uns unser eigenes Konzert veranstalten. Oh my gosh. Hier ist dein Mikrofon. Thanks. Adrian stieg auf die Motorhaube des Autos und begann zu singen. Sein Auftritt lief super. Den Fans gefiel es. Er ist so ein guter Sänger. Ja, genau wie Fortown. Aus Styropor. Oh, das ist ein Basketballplatz. Der Ring ist montiert. Füge Linien hinzu. Es gibt eine Rückwand. Alles ist bereit fürs Spiel. Er schießt. Ja, ich hab's. Marinette hat sich auf dem Basketballplatz herumgetrieben. Hello. Wusstest du, dass ich so gut spiele wie Tyler aus Red? Wow. Wirklich? Natürlich, ich zeige dir, wie man es macht. Jetzt geht's los. Verfehlt. Mm-mm. Noch einer. Er hat wieder daneben geworfen. Ich habe mich nur aufgewärmt. Ein letzter Wurf. Was ist denn jetzt los? Seine Basketballkünste waren nicht so beeindruckend. Marinette beschloss es zu versuchen. Unglaublich! Sie hat den Ball beim ersten Versuch in den Korb geworfen. Das ist nur ein Zufall. Okay. Ein weiterer Versuch. Oh my gosh! Ich gebe zu, ich kann von dir lernen. Kein Problem, ich kann es dir beibringen. Sie warfen zusammen und es war ein Erfolg. Falte Servietten. Kannst du uns bitte einen Hut leihen? Zeichne eine flauschige Hülle darüber.
Mache niedliche Ohren aus Kunstfell. Was für ein süßer Kerl. Marinette probierte die Maske an. Das ist unser roter Lieblingspanda. Marinette veranstaltet ein Fanclub-Treffen bei sich zu Hause. Die Kinder lieben den Film Red. Sie sprechen über ihre Lieblingsstellen. Leute, seht mal, was ich mitgebracht habe. Eine echte Kamera. Lasst uns ein Video drehen. Vielleicht veröffentlicht Lali Lewis. Licht, Kamera und bitte. Habt ihr schon vom roten Panda gehört? Wir wissen alles über ihn. Wow, das ist Marinette. Oder ein Panda. Seht euch nur ihr Kostüm an. Das ist so cool. Ich bin gut vorbereitet. Lasst uns den roten Panda interviewen. Wir brauchen nur Musik. You ready? Sie singen ihre Lieblingslieder und drehen ein cooles Video. Jetzt schicken wir das Material an Lali Lu. Wir werden viral gehen. Wähle Schaumpapier. Natürlich rot. Der Panda hat einen Abdruck hinterlassen. Trimme orangefarbenes Fell. Füge eine Klebeschicht hinzu. Wir haben ein flauschiges Tier mit weißen Ohren, einer Nase und lustigen Augen gemacht. Mach den Rucksack breiter. Es macht so viel Spaß, ihn mit in die Schule zu nehmen. Adrian kam in ein Geschäft für Accessoires. Ich brauche einen Rucksack. Okay. Oh, schwere Entscheidung. Sieh dir diese Limited Edition Kollektion für Fans an. Wow. Das ist genau das, was ich brauche. Ah, ich nehme ihn. Good choice. Adrian bezahlte und fuhr mit seinem Skateboard davon. Die Freunde hängen zusammen ab. Ashley hat zum ersten Mal Skateboardfahren ausprobiert. Hallo Leute. Hallo. Oh, fährst du auch Skateboard? Ich lerne es gerade. Das ist ganz einfach. Ich freue mich, dass du in unserem Team bist. High five. Sie beschlossen, sich beim Skateboardfahren abzulenken. Habt keine Angst. Ich bin schon unten. Oh, okay. Oh nein, dein Board. Alles in Ordnung? Wir werden es reparieren. Adrian holte den Schraubenzieher aus dem Rucksack. Ein paar Handgriffe und es ist wieder wie neu. Wow! Danke, das ist doch gar nichts. Ich habe mein Werkzeug immer dabei.